Einen wunderschönen guten, was auch immer es gerade bei euch für eine Zeit ist. Hier ist Chino und Chino macht ein Let's Play. Oh mein Gott! Wie kann er nur sowas tun? Ja, ich mache ein Let's Play, weil das ist jetzt schon mein 5. Versuch, das zu machen irgendwie. Mein fünfter Versuch. Ich werde es irgendwann hinkriegen. Irgendwann schaffe ich es. Ich mache das, weil ich durch einen YouTube-User, der heißt Tsuishomaru, darauf gekommen bin, also der hat Let's Plays gemacht und ich wollte auch Let's Plays machen und deswegen mache ich jetzt ein Let's Play, weil ich kann nichts anderes machen als das. Und dann bin ich ins Let's Play Forum gegangen, weil das habe ich auch gefunden. Und da haben mir Leute geholfen und mir gesagt, wie man sowas machen kann. Und jetzt habe ich dank Taro ein Aufnahmeprogramm und widme diesen Let's Play an Sushu und an Taro. Der ist für euch alles. Natürlich auch für die Leute, die jahrelang meine Abonnenten sind und das vielleicht gar nicht mehr wissen und sich dann wundern werden, so, hä, was ist das? Das ist voll neu. Der hat dich da sonst immer nackt in der Badewanne gesetzt. Warum sehe ich den jetzt nicht? Aus dem einfachen Grund, weil ich keine Kamera habe. Und deswegen mache ich jetzt das. Ich kann aber Fotos von mir schießen, die auf meinen Computer laden und die dann durch dieses Programm, das ich jetzt von Taro habe, euch zeigen. Aber das mache ich jetzt nicht, weil da habe ich jetzt nämlich keine. Und deswegen fange ich jetzt einfach an, weil ich kurz einfach mal alles ab. Ich habe mir so viele Sachen zurechtgelegt, die ich so gerne sagen wollte, aber das dauert mir alles zu lange und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Los geht's mit Keepsake. Zu lange schon war ich fern meiner Familie. Zu oft war ich nicht da, wenn sie mich brauchten. Meine Erinnerungen schwinden nun ins Nichts. Ich dachte, diese Schule wäre ein neuer Anfang, fern der Vergangenheit. Aber ich irrte mich. Konnte es nur so kommen? Wieso ist diese Schule so leer? Niemand bringt uns die Vergangenheit zurück. Aber wie kann ich, nachdem so viel genommen wurde, weitermachen? Muss ich nicht alles versuchen, wenn die ersehnten Antworten hinter diesen Mauern verborgen sein könnten? Oder suche ich am falschen Ort? Ja, da wären wir. Genau hier. Das ist die Person, die wir gleich begleiten werden. Ein Mädchen mit einem Rucksack. Erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Mädchen mit Rucksack. Sei gegrüßt, junger Freund. Hallo. Ich werde dir helfen, einige der Grundbefehle des Spiels zu verstehen, die sich in deinem Abenteuer als nützlich erweisen werden. Interessant. Wenn ich zu schnell rede, kannst du jederzeit auf die Schaltfläche Pause im Textfenster klicken, um das Gespräch zu unterbrechen. Wenn du bereit bist, fortzufahren, klicke sie erneut an, um den Dialog fortzusetzen. Möchtest du dir nicht anhören, was ich sage, kannst du auch auf Überspringen rechts unter der Pause-Schaltfläche klicken. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich das jetzt will. Also, zu Beginn musst du mir zu meiner Kutsche auf dem Hügel folgen. Klar, natürlich. Dort, wo du hingehen kannst, erscheint der Zeiger als goldener Stern. Drücke die linke Maustaste, um zu dem Punkt zu gehen, den du angeklickt hast. Klar renne ich wildfremden Männern zu ihrer Kutsche nach. Möchtest du in ein Gebiet gehen, für das die aktuelle Kameraperspektive verändert wird, leuchtet der goldene Sternzeiger blau. Mitten im Wald, ganz alleine, ohne Waffe. Über den Bereichen, in denen du nichts machen kannst, erscheint ein roter X-Zeiger. Na los,
Versuch mir zu folgen. Habe ich doch gerade gesagt, natürlich mache ich das. Fast hätte ich den Sanduhrzeiger vergessen. Er sagt dir, dass du warten musst, bis die aktuelle Aktion abgeschlossen ist, bevor du etwas anderes tun kannst. Wow, einfallsreich. Ich mag ja keine Charaktere, also Ingame-Charaktere, die einem erklären, wie die Steuerung funktioniert. Ich finde das ein bisschen dumm. Vor allem, ich kann mir doch wohl bitte denken, was ich damit machen kann. Oder wenn da so eine riesige Pausetaste steht. Oder so ein Fast-Forward-Ding. Oder ein rotes Kreuz. Gut. Also es kann passieren, dass du dich an einem bestimmten Punkt während deines Abenteuers verirrst und Hilfe brauchst. Ja. Was für ein Glück. Die Hilfe ist ganz in deiner Nähe. Klicke einfach auf das Fragezeichen unten links auf dem Bildschirm. Wow. Wenn du es zum Beispiel anklickst, während du ein Rätsel lösen musst, erhältst du Hinweise zu seiner Lösung. Wenn du es bei deinen Erkundungen anklickst, zeigt es dir deinen nächsten Schritt, um auf deiner Reise voranzukommen. Mit der großen grünen Plus-Schaltfläche auf der linken Bildschirmseite gelangst du in das Benutzermenü. Ach nee. Klickst du diese Schaltfläche an, wird sie zu einem roten Minus und die verschiedenen Einträge des Menüs werden angezeigt. Klicke die Schaltfläche, solange sie rot ist, um das Benutzermenü zu schließen. Wenn du dich bei geöffnetem Benutzermenü bewegst, schließt sich das Menü automatisch. Yay. Weitere Informationen über das Benutzermenü findest du im Handbuch des Spiels. Und jetzt folge mir zu meiner Kutsche. Das Tolle ist, ich habe gar kein Handbuch. Ich habe nämlich die CD von der Computerbildspiele irgendwas 2007. Und da war kein Handbuch dabei. Beziehungsweise ich habe die Zeitschrift nicht mehr. Ich habe nur noch die CD. Also ist nichts mit Handbuch, mein Freund. Während deiner Reise triffst du auf andere Leute, wie mich, mit denen du interagieren kannst. Nein, tue ich nicht. Um mit ihnen zu sprechen, musst du deine Maus über den Charakter bewegen. Du wirst bemerken, dass sich der goldene Stern zum Sprechblasensymbol verändert. Es gibt nämlich nur ihn. Wenn du nun klickst, erscheint ein Menü, in dem du Gesprächsthemen auswählen kannst. Versuche das während der letzten Schritte des Tutorials mit mir. Nein, mache ich nicht. Sobald dir neue optionale Gespräche zur Verfügung stehen, erscheint über der Hilfeschaltfläche eine gelbe Schaltfläche. Super. Klicke sie an, um das Auswahlfenster aufzurufen, und klicke sie erneut an, um sie wieder zu schließen. Okay. Wir könnten ihn jetzt darüber fragen, was die Lupe ist. Die Lupe ist das hier. Wow, ich kann mir was angucken. Yay. Dann, was das Zahnrad ist. Das Zahnrad, naja. Ne? Learning by doing ist viel geiler, als sich das alles durchzulesen. Und die Hand? Ja, Hände können Gegenstände nehmen. Ist das nicht super? Wow, wie im echten Leben. Ne? Wir haben ja alle Lupen, Zahnräder und Hände bei uns. Mindestens drei Hände. Egal. Vielen Dank für eure Hilfe, Sir. Okay, ich muss jetzt gehen. Viel Glück. Was ist das denn für ein Spacko? Ich bedanke mich bei dem und der sagt, okay, tschüss. Hallo? Voll höflich, Mann, nicht? Ehrlich mal jetzt hier, kann ich annehmen. So.